Naja, war nur der Kofferraum. Ist nicht so schlimm. Okay. Oh mein Gott. Okay. So hoch ist das Ding nicht, oder? Warte mal. Erstmal gucken, wo wir hier hin können. Wo wir hin können und wie hoch wir können. Ich habe da so eine Ahnung. Alles klar. So. Und er kriegt's nicht geschissen. Oder? Doch. Hallo, Sprit. Was soll das denn? Ach. Alles klar, ich sehe schon rechts daneben. Entschuldigung, mein Fehler. So. Alles klar. Jetzt aber. Alter, Junge, ich bin nicht gelenkig und ich könnte da hoch. Na also, geht doch. Okay, hier müssen wir immer im Kreis herum. So, so. Alter, warum springt der Penner nicht? Das habe ich mich schon öfter gefragt. Der Typ springt nicht. Der fällt nur. Leertaste ist nur fürs Klettern, nicht fürs Springen. Wie soll ich denn da rüberkommen, wenn er nicht springt? Soll ich hier mit dem Auto hin, oder was? Ihr veralbert mich doch gerade. Steht hier irgendwo ein Fahrzeug, wovon ich nichts weiß? Ich kann ja nicht springen mit dem Typen. Ich meine, wartet. Ich zeig's euch. Einstellungen. Maus und Tastatur. Das ist es nicht. Sorry. Notruf. Was ist passiert? Hallo? Da, Steuerung anpassen. Entschuldigung. So, wir haben vorwärts, rückwärts und so weiter und so weiter. Ausrüsten, Nahkampf, Waffe nachladen. Und dann klettern oder hechten. Ja, wir haben nur klettern oder hechten. Wir können nicht springen. Im klassischen Sinne. Und, opala, das war ein bisschen viel des Guten. Na, komm schon. Ach, auf einmal geht's. Ja gut, dann muss er auf die Sekunde genau getimt. Nicht schlimm. Nicht schlimm, wir haben es hingekriegt. Ich habe es noch kapiert. Alter.
Alter, ich bin noch lange nicht oben. Was wird das denn jetzt? Ah, okay. Der Rest kommt noch. Alter, das ist aber so ziemlich das Höchste, was wir bis jetzt hatten, oder? Was ist das eigentlich? Oakland. Eine alte Feuerwache oder so mit einem Aussichtsturm für Notfälle? Ich habe keine Ahnung. Egal. Und ab dafür. Hoch, hopp, komm, zack. Das ist für Fensterputzen aber irgendwie idiotisch, ne? Das Ding ist ganz schön weit weg. Das Ding ist echt weit weg zum Fensterputzen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber gut. Was will man mehr? Und da will er das jetzt draufkleben. Auf diese Wellenoberfläche. Ja. Okay. Ich hätte es vielleicht dazwischen auf die glatten Wände gepackt, damit man es von unten auch lesen kann. Vor allem, guckt mal. Seht ihr das? Das ist gar nicht auf der Oberfläche. Da hat er zwar Kleber draufgepackt, aber anstatt Aufkleber sind das irgendwie Fahnen, Banner, keine Ahnung. Und die auch noch transparent. Okay, das ist für den heutigen Stand der Technik echt arm eigentlich. Gerade was grafischen Effekt angeht. Das war echt ein bisschen traurig. So. Okay, hier haben wir noch irgendwie so einen Totenschädel. Ich muss echt mal gucken, was das ist. Ich bin da gerade sehr neugierig. Achso, hier darf ich nicht klettern, das wäre lebensgefährlich. Na gut. Dann gehen wir hier runter und dann gehen wir hier runter und hier runter und hopp. Und dann gehen wir hier runter und dann gehen wir da nicht runter. Ne, wir müssen sowieso tiefer. Auf dieser Höhe ist der Totenschädel. Okay, ich bin neugierig. Ich bin quasi hier. Ja. Hä, soll ich den Buggy drüber werfen oder was soll das? Muss ich das verstehen? Da brauche ich bestimmt diesen Quadrocopter-Mist. Apropos, Moment. Kann ich... Was war das denn? Ich und diese Steuerung. Nein, das will ich alles nicht. Ich suche das Ding hier. Forschung, App laden. Achso, kann ich mir nur zu Hause kaufen, ne? Ich müsste mir den Quadrocopter mal holen. Ich glaube, ich habe inzwischen genug Geld. Ja, gut. Machen wir dann beim nächsten Mal. Jetzt muss ich hier erstmal runter. Hups. Ja, gut. Gab eine Zwischenlandung. Alles gut. Oh, Moment. Kaputtes Auto ist unschick. Wir nehmen die Chopper. Wenn schon mit Style. Oh ja, die ist schön. Oh, die bremst aber wie meine Oma. Also langsam. Also, Entschuldigung. Das ist meine Güte. Okay. Schönes Teil, aber Bremsen war gerade irgendwie sehr, sehr langsam. Alter, nicht mal die Handbremse funktioniert. Die Karre bremst ja wie... Weiß ich nicht. Halt gar nicht. Eine Chopper mit der Bremskraft von einem Fahrrad. Toll.
Witzig. Boah. Welcher Chopper-Hersteller verkauft solche Maschinen? Welches Motorrad bremst denn langsamer als jedes Auto? Mein Gott. Trauriges Bild. So, alle hopp und alle hopp und alle hopp. Ja. Okay. Da kann er nicht. So gelenkig ist er nicht. Also müssen wir hier wohl durch. I see. Boing. 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 War der jetzt hier, oder? Da war er. Da, und seht ihr? Erste Versuch, klack, USB-Stick drinne. Das geht gar nicht. Das geht doch gar nicht. Wie soll man sowas denn schaffen? So, den nehmen wir mit. Da gehen wir hoch. Alle hopp und hepp. Okay, das sah komisch aus. Und da vorne. Hier. Alles klar. Aufkleber. Da hat er wenigstens wieder eine Wand, wo er wirklich draufkleben kann. Gibt's ja nicht. So. Sehr schön. Den dritten Satz? Echt jetzt? Ich weiß, das ist nur eine Nebenmission. Wahrscheinlich regt ihr euch schon auf, dass ich da so lange mich Marcus, dran aufhalte. Ich schau gerade eins deiner Werke an. Echt verdammt Ups. Geil. Vielen Dank, Fanclub-Präsidentin. Kriegen wir mehr Follower? Oh ja, wir haben Follower. Gute Arbeit, Marcus. Schätze, wir können einpacken. Ich fange gerade erst an. Ich habe da ein Ziel im Auge, das ich unbedingt noch taggen will. Ach ja? Was denn? Wirst schon sehen, in den Nachrichten. Oh Ups. Ruf mal einer den Not an. Nein, braucht keiner, ich bin weg. Aber ganz davon ab. Ganz nein, falsche Taste, sorry. Aber ganz ehrlich. Hätte ich das gewusst, ne? Hier waren wir überall schon. Das ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Das ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Das machen wir nebenbei, wisst ihr? Das regt mich jetzt echt auf, komm. Ja, wie gemalt. Wir haben ja zwei Drittel erst geschafft. Ich hab... Ah, Entschuldigung. Ich hab keinen Nerv mehr drauf. Wir machen jetzt die nächste Hauptmission. So, Mission verfolgen. Fertig, Ende. Aus. Karte. Alles klar. Nächste Hauptmission angesagt. Das geht ja mal gar nicht. Das fand ich jetzt echt zu nervig. Alter, was macht das Navi? Da hätte ich auch oben lang fahren können, verdammte Axt. Navi wie aus dem Bilderbuch. Haben die Original-Navi-Software genommen, um das beim Spiel einzubauen, oder? Alter Vater, nee. Fahren Sie hier runter, fahren Sie hier rauf. Ja. Ist bestimmt irgendeine Original-Navi-Software von irgendeinem Navi oder Handy. Haben sie einfach die Karte von dem Spiel eingepflegt und lassen das Original navigieren. So. Fehlt jetzt noch, biegen sie ab in 50 Metern? Oder in 2,8 Kilometern oder was?
Was passiert eigentlich, wenn ich hier... Oh! Okay, war nur eine Frage, was passiert. Wie krass. Ja, ich dörze ihn mit dem Motorrad ein bisschen an. Ein Lieferwagen baut einen Unfall, mir geht's blendend. Genau. Aber ist euch was aufgefallen? Wir sind auf der Oberseite der Brücke. Die Brücke ist pro Ebene einspurig, also Einbahnstraße. Okay, das erklärt's, das ist auch cool. Hätte ich jetzt im Leben nicht gedacht, aber finde ich auch cool. So, noch 800 Meter. Hoppala. Boah. Alter, das ist aber irgendwie komisch. Naja. Und hier runter. Und dann sind wir gleich da. Und hier runter. Okay, warum ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Ich habe mich nur dumm angestellt. Entschuldigung. So. Boah, die Bremsen sind so armselig. Ach, guck mal. Passt doch. Direkt neben einem anderen Motorrad geparkt. Was? Das war nicht Absicht. Entschuldigung. Na, wer bist du denn? Ah. Unser lieber Freund. Yo, Wrench. Yo, M. Scheiße, Mann. Ich hoffe, du hast die Quittung noch. Hey, yo. Sieh dir den Flachwichser an. Erzählen Sie uns von Home 2.0. Home-Systeme sind absolut sicher. Die Privatsphäre ist optimal geschützt. Kühne Worte, Steven. Könnten Hackergruppen das nicht als Herausforderung sehen? Ja, sprechen Sie es aus, Shirley. That's sick. Falls die was gegen uns vorhaben, sollen sie es gern versuchen. Home 2.0 ist ein OS mit Zen. Yo, hat er uns beim Namen genannt? Yep. Er hält uns wohl für Amateure, dem zeigen wir. Deshalb versuche ich ja 2.0 zu knacken. Es gibt nur ein winzig kleines Problem. Was steckt im Toaster? Hier, halt mal. Und geh zurück. So. Hä? Der Chip ist ein bisschen schwer auszubauen. Ah ja. Aber es bringt nichts, die Hardware der letzten Version zu verwenden, um das neue OS zu hacken. Wieso? Die haben die Ports geändert. Frei nach dem Kapitalistengesetz für geplante Obsoleszenz. Aber zum Glück hat mir ein Vögelchen gezwitschert, gibt's bei 2.0 einen farmfrischen Zero Day. Oh, so eine Schande aber auch. Jawohl. Deshalb wirst du, mein Freund, mir eine hübsche 2.0 Vorbestellerlieferung hijacken, bevor so ein dämlicher Whitehead Home verrät, wie sie uns Arsch ficken können. Ja. Na los? Was hat er? Oh, du sein armer Laptop. Du hast eine schräge Beziehung zur Technologie, das ist dir schon klar. Das meint er nicht so. Entschuldigung. Entschuldigt. Wie cool. Doch, das meine ich genauso, Junge. Alles klar. Haben die mir die Chopper geparkt oder wie sah das gerade aus? Wow, nee, die scheint irgendwie anders zu sein. Aber wir wollen natürlich nicht wieder, wer weiß wie, falsch fahren. So. Und ab dafür. Gas, Gas, Gas. Ab zur nächsten Mission. Oh, Moment. Jetzt wollte ich aber gerade das Geld eigentlich noch mitnehmen. Das war ja hier
Boah, die Bremsen sind so übel bei der Kiste. Alter, ich brauche was anderes. Ich brauche echt was anderes. Die Bremsen sind mir zu erbärmlich. Entschuldigt, wenn ich das so sage. Die Bremsen sind echt jämmerlich. Das glaubst du nicht. Ich stehe so bei Quinkies an der Tür. Shit. Da knallt der Typ vor mir eine Tüte voll Kleingeld. Sorry, tut mir leid. Wow, okay, hier ist ja einiges los. Was haben wir da? Kommt man... Ah, da kommt man irgendwie hoch. Da... Hä? Da geht's... Das sah eben nicht so aus. Moment. Da geht's doch hoch? Das Ding kann nicht mal auf dem Ständer stehen bleiben. Guckt euch das an. Ja, Trauerspiel. Was? Ich hab noch gar nicht angefangen, Leute. Ein Agent getroffen? Ich glaube, irgendwelche Online-Zocker machen hier mir gerade wirklich das Leben schwer. Das hier muss nicht in Gewalt enden. Mir platzt das Trommelfell! Haltet die Augen auf! Feiglinge werden nicht geschont! Oh mein Gott! Teufel war das! Hände hoch und rauskommen! Zuerst das Ein... Wo bleibt die... Alarm wegen eines möglichen Ziels in ihrer Nähe. Ja, war nicht optimal, aber ich hatte gehofft, dass sie länger ausgeschaltet sind. So, mitnehmen. Bin schon wieder weg. So, alles klar. Das war das. Und gerade noch nebenbei gemacht. Alter, ich will ein Fahrzeug mit Bremsen. Das geht gar nicht. Ich hätte gerne ein Fahrzeug mit Bremsen, auch wenn es nicht so schnell ist. Meine Güte, ich weiß nicht, wer solche Chopper fabriziert. In echt gibt es sowas mit Sicherheit nicht. Ja, kein Wort. Ich weiß, ich habe mich verfahren. So. Wow. Ich verfahre mich schon wieder, das gibt's doch nicht. Aber wenigstens laufen hier die Bremsen, alles gut. So, weiter geht's. Noch 600 Meter. Demnächst fahren wir wieder stylisch mit Vespa. Auf jeden Fall. Die stehen hier so regelmäßig. Die muss man einfach benutzen. Die sind auch einfach nur kultig. So, wir sind gleich da. Ich kann mir schon mal einen Parkplatz suchen, glaube ich. So, nicht perfekt, aber immerhin. Und hier war jetzt... Okay, oh, was? Ich bin beim Home-Verteilerzentrum. Super. Also, sieh dich mal nach einem Computer um. Einer dieser alten Kisten. Home speichert die Terminpläne mit Nummernschild-Zielort-Kombination wie eine Art schwachsinniger Halbanalphabet. Weiß schon, wer der ein Unternehmen wäre. Gut zu wissen. Mal sehen, was ich tun kann. Hä? Wie soll ich denn da reinkommen? Moment. Ach, ein Schussel. Alter, wie fett ist der denn? Kommt der nicht an ein paar Stühlen vorbei? Ich krieg zu viel. Sie hatte was gesagt. Dass der immer nicht an ein paar Stühlen vorbeikommt und sowas. Sowas ist so gar nicht meins, ganz ehrlich.
So, haben wir hier jetzt irgendwo noch... Ja, gut. Wer ist er denn? Das reicht doch im Leben nicht, um da hochzukommen. Reicht es vielleicht dafür? Alter, eben sind die zerbröselt wie sonst was. Und jetzt? Ja, jetzt sind sie auf einmal massiv. Verarschen kann ich mich alleine. Warte mal. Kann man hier etwa einfach... Okay. Sagt es nicht. Sagt es nicht. Sowas passiert, wenn man immer nur in die Hälfte der Gebäude reingehen kann, in die andere Hälfte nicht. Und es im falschen Moment nicht weiß. Ach, verdammte Axt. Ich bin doch dumm, bin ich doch. Ich habe jetzt an alles gedacht, aber nicht daran. Da kann man ganz schlicht und ergreifend... Kann man ganz schlicht und ergreifend in eine Tür reingehen. Kann ja keiner an. Wo bist du? Oh, warum muss die Musik hier laufen? Ich sehe das schon. Wahrscheinlich haben wir gleich wieder Spaß an der Backen und ich muss hier... Ah, naja, werden wir beim Schneiden sehen. Vielleicht werde ich... Ich hab die Liste. Okay, super. Wo ist eigentlich... Jetzt musst du nur noch rüber zum Verteilerzentrum und das Nummernschild von einem... Der hat er schon wieder. ...mit dem abgleichen, der nach Downtown unterwegs ist. Mann, das ist so analog. Hab's dir gesagt, Tech-Hater. Na. So, jetzt ist die Frage, kann er schwimmen oder saufe ich dann ab? Er kann schwimmen, sehr gut. Ja. Ich hab das Nummernschild und jetzt? Was soll ich direkt klauen? Das klang eben so, als sollte ich mir nur ein Nummernschild merken. Ich hab den Truck. Tja, worauf wartest du? Schnapp und weg, mein Freund! Okay, das geht nicht. Dann hoffe ich, dass man einfach durchfahren kann. Sonst habe ich gleich ein echtes Problem. Dann habe ich ein echtes Problem. Ich habe ein echtes Problem. Nein, ich steige nicht wieder ins Fahrzeug. Ich muss mit Sicherheit hier erst irgendwo... Irgendwie muss doch dieses verdammte Tor aufgehen.
Brauche ich eine Schlüsselkarte oder irgendwas? Ach, das ist ein Glasdach. Okay, ich dachte schon. Haben Sie hier was zu suchen? Ja. So, und du bist auch leise. Kann ich hier irgendwo das Tor aufmachen? Sie müssen... Oh, los, Leute! Da es gibt Berichte über ein zuvor identifiziertes Ziel in Ihrer Nähe. Over. Wow! Okay, den auch. Alter, der steht ja schon wieder. Ihr verarscht mich doch. Mann, können die nicht mal für 10 Minuten ausgeschaltet sein? Und das Spiel hängt. Hallo. Ja, klasse. Ja. Also, ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Bestimmt nicht mit diesem Bildschirm, aber wir werden sehen. Macht's gut. Ciao.